Hallo, ihr Lieben. ja, schön, dass ihr wieder dabei seid für ein neues Video. Kein Unpacking, kein Review, ein kleines Überraschungsvideo. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache heute mal wieder ein ganz anderes Video für euch. Ja, auch für die neuen Painter. Vielleicht interessant, wollte ich euch was Schönes noch zeigen, was man auch so machen kann, wenn man Lust und Zeit hat und sich vielleicht auch gerne an die eine oder andere Painting-Zeit von einem Bild oder von seinen Bildern zu erinnern. Genau, darüber handelt jetzt das Video. Deswegen auch hier dieses kleine Glitzerbüchlein. Es ist ein standardmäßiges Notizbüchlein. Ich zeige euch gleich, um was es geht. Genau. Also, ich habe mir überlegt, ich möchte gern meine Bilder so in Erinnerung halten. Viele verschenke ich auch an Familienangehörigen oder bekannten Freunden. Und dann ist es ja so, wenn man mal so ein Bild hergegeben hat oder auch wenn das Bild mal an der Wand hängt, weiß man ja eigentlich gar nicht mehr, wenn man gefragt wird. Ich hatte auch schon Besuch, wie viele Farben hatten eigentlich so ein Bild gehabt? Dann überlegt man, ungefähr weiß man es meistens noch. Aber ja, einfach so als Gedächtnisstütze und als so kleines Tagebüchlein über seine Painting-Bilder. Ja, also ich habe mein Painting-Erinnerungsbuch Lenchens Diamond Painting Memory Book genannt. Viele nennen es auch Logbuch. Findet man auch welche vorgefertigte von Picture Moon Art Design. Oder die liebe Heidi hat ein Video gedreht, wie man auch sich, glaube ich, selber eins basteln machen kann, genau. Ich habe meins, habe mir überlegt, ich hätte gern das so irgendwie selber gestaltet, habe da vorne eben den Titel des Buchs genannt und habe mir einfach ein ganz normales, ihr seht's, viel gefüllt ist es noch nicht, weil ich habe jetzt erst damit angefangen, ein ganz normales Notizbuch. Also gekauft habe ich es bei Müller Markt, ich glaube, verlinken werde ich es euch nicht. Was kostet so ein Buch um die 3, 4 Euro? Ihr könnt es ja in jedem, sag ich mal, Schreibwarenladen, ja, Drogeriemarkt, vielleicht hat es ja auch mal Aldi im Angebot oder so. Ja, ich finde es so ein ganz einfaches Buch. Es hat sogar so ein Lesezeichen dabei, was ich nicht schlecht finde, falls man mal eine Pause macht beim Schreiben. Genau, also ich fand das jetzt für mich passend. In dem Format DIN A5 und ja, das rosa Pink Glitzer so gefallen. Da kommt auch noch was vorne drauf. Ich war mir mit meinem Motiv, was vorne drauf kommt, noch nicht ganz so sicher, aber Lenchens Memory Book wird auch noch dann da vorne drauf stehen. Hat ein sehr schönes Cover, das ist mit so Plastikfolie überzogen. Genau, aber es geht jetzt nicht nur um das Buch, sondern auch, was dann da reingeschrieben wird. Ja, hier habe ich angefangen. Das war jetzt mein letztes Review-Video, auch unten bei mir in Lenchens Kreativkanal zu finden, das Hello Sunshine-Bild. Hab mir die Legende nochmal ausgeschnitten, da reingeklebt. Wer das mag, das ist Geschmackssache. Ich fand es so schön. Hab diesen Titel des Bilds genannt und noch so eine Sonne dazu gemalt. Kann euch das auch mal kurz in die Kamera reinhalten, dass ihr das so seht. Ja, also es passt heute auch zum Wetter. Vielleicht habe ich deswegen auch gern dieses Hello Sunshine genommen. Ist ja derzeit sehr sommerlich, schön warm. Ja, da oben nochmal das kleine Bild vom Bild, was ihr immer auf einem Painting-Bild drauf habt. Da mache ich allerdings nochmal mein fertig gepaintetes Bild, was jetzt inzwischen im Rahmen ist, auch rein. Ich kann es euch ja, wenn ich lustig bin, einblenden, dass ihr seht, mich haben jetzt schon welche gefragt, wie sieht denn das eingerahmt aus? Kann ich euch kurz einblenden. Also da kommt auf jeden Fall das fertige Bild, muss ich noch entwickeln, beziehungsweise ja, runterziehen und entwickeln lassen. Hat es jetzt von der Zeit her noch nicht geschafft. Da steht bei mir drin, Hello Sunshine, also der Titel des Bildes. Dann bestellt bei DB Glubs, wo ich es her habe. Wie lang war die Lieferzeit? So circa 2 Wochen. Der Preis war um die 6 Euro. Größe 30 mal 40. Und die Painting-Dauer, also bei mir müsste das so sehen,
Ich habe so viel noch außenrum immer zu tun, wie das viele kennen, die Arbeit und Hausarbeit. Ja, und dann kann ich immer nicht pauschal sagen, wie lang die Dauer ist. Bei mir waren das, glaube ich, jetzt so, wenn ich es zusammenfasse, also 5 Tage, bis es fertig war insgesamt. Wie viele Stunden? Weiß ich nicht. Ja, was hat mir besonders gut gefallen? Eigentlich das gesamte Bild fand ich ja sehr, sehr schön. Ist auch im Review-Video zu hören. Die Muscheln fand ich einfach ganz nett gestaltet mit dem Farbverlauf. Den Seestern fand ich recht schön. Besonders habe ich ja auch erwähnt, ich habe die weißen Steinchen teilweise in Schrift und Muschel durch AB-Steinchen ersetzt, was das Bild besonders zur Geltung bringen. Und wo es jetzt ist, also der Platz, der Ort, in der Terrasse. Da habe ich eine Ruhe vergessen, klasse. Also in der Terrasse hängt jetzt das Bild, hat dort einen schönen Platz gefunden. Dann hier nochmal die Farben. Meine Lieblingsfarben beim Painten waren dieses A, die Türkis 518, DMC-Nummer. Falls man mal frei paintet, also auf einer Leinwand, die kein vorgefertigtes Motiv drauf hat. Oder falls man einfach nochmal überlegt, na, was waren denn eigentlich meine Lieblingsfarben? Dann das V, die 966, das ist so ein Türkis. Könnt ihr auch ganz selber mal gucken, habt ihr solche Farben bei einem Bild dabei? Und das H3607, also die 3607, fand ich besonders schön. Auch das T, die 3609, finde ich immer eine sehr schöne Farbe. Bei den Herzbaumpaintern zum Beispiel, die haben die beiden auch dabei. Genau, und ich finde halt dieses Buch, das wächst jetzt. Ich lasse allerdings immer wahrscheinlich dazwischen so eine Seite frei. Ja. Und da kommt dann das nächste Bild rein und noch von den anderen Bildern, die ich gepainted habe. Ich kann ja, wenn das Buch noch ein bisschen gewachsen ist, noch mal ein Video euch reinstellen, ein zweites Video dazu. Ich fand es eine schöne Idee, weil man erinnert sich ja doch gern wieder zurück und ja, ist jetzt so ein bisschen. Hat halt da mal Lust heute drauf, das zu machen. Und habe gedacht, ich drehe da gleich mal ein Video und zeige euch, so mache ich das. Manche, die könnten, man könnte es auch auf dem PC vorarbeiten, dass man da was Vorgedrucktes hat. Ich mag das halt immer noch gern mit diesen handschriftlichen. Ja, mir persönlich gefällt es halt sehr, sehr gut. So in dem Stil. Aber das könnt ihr ja euch selber entscheiden. Oder ob ihr, wenn ihr wollt, es am PC anlegt. So eine, wie nennt man's? Ah, so ein Aktenordner auf PC. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Genau. So seht ihr das vielleicht noch mal besser. Ja, das wird jetzt dann weiterhin wachsen. So ist das Buch im Ganzen. Ich mache mir dann schon wieder für die nächste Seite, wo ich weitermache, gleich das Lesezeichen rein, das da am Buch dabei ist. Und das war auch schon mein kurzes, knackiges Memory Book Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dürft euch gerne Inspirationen geben lassen davon, wenn ihr mögt. Ihr könnt ja mal kommentieren, ob ihr auch so ein Buch schon habt, ob ihr eins führt oder vielleicht, ob ihr euch das auch vorstellen könntet, das zu machen. Dann danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Video. Tschüss.